Was geht, Bro? Ich bin's, Braxis. Und heute habe ich ganz krasse Neuigkeiten für dich über den Galaxy-Skin, der so wie es aussieht, wieder zurückkommen wird. Wie und was und wann, das erzähle ich euch gleich. Jetzt noch einmal herzlichen Glückwunsch an Aleike.e, der den letzten Battle Pass gewonnen hat. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn du auch wissen willst, ob du gewonnen hast, denn dort poste ich immer mal wieder die Gewinner in meiner Story. Let's go, Jungs! Ich will unbedingt Tilted Towers landen, aber tschüss! Oha, wie weit weg ist das? 2000 Jahre später. Mir ist aufgefallen, dass 61,2% aller Zuschauer einfach nicht abonnieren, Alter. Warum abonnieren die Praxis? Er ist der Beste. Er macht die besten Videos. Er gibt sich immer Mühe für die Zuschauer. Ich schwör's dir. Er macht alles. Ich raste gleich aus. Ich schwör, reg mich nicht auf, ey. Die sollen ihn alle abonnieren. Praxis. Digga, bitte. Abonniert ihn doch, ey. Er braucht das ganze Geld. Ich schwör. Geht weg, lass mich allein. Leute, guck mal, was ich hier gemacht habe. Oh, warte, hier ist einer. Das ist eigentlich voll gut, dass man den nicht bauen kann. Hat er versucht abzubauen? Was sagst du dazu? Ja, Ehrenmann, Bobby. Okay, Leute, zurück zum Thema. Es wird ja momentan sehr heiß diskutiert, ob denn der neue Galaxy-Skin kommen wird. Da Fortnite ja sehr gerne mit den großen Smartphone-Herstellern kooperiert, wird jetzt spekuliert, Alter, das hat sich gereimt, ob Samsung wieder mit Fortnite zusammenarbeiten wird, da Samsung ja das neue Samsung Galaxy Note 10 und 10 Plus vorgestellt hat. Okay, warte mal, hier ist irgendwo einer. Naja, egal. Viele behaupten, dass es den weiblichen Galaxy-Skin geben wird, da ihr wisst ja, der Drift-Skin hat auch eine weibliche Version bekommen. Oh, warte, da ist einer. Die Headshots sitzen. Oh, die Headshots sitzen einfach. Naja, okay. Ein User hat auf jeden Fall gefragt, Galaxy-Skin in Fortnite bestätigt. Daraufhin hat tatsächlich Samsung einen denkenden Smiley geantwortet. Wartet mal kurz, Alter, der macht gerade hier Ärger. Oh nein. Nein, Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist aber noch nicht alles. Es gab auf jeden Fall noch einen Tweet. Da hat ein User gefragt auf Englisch. So, jetzt kommen meine Englisch-Skills. So, like, about that upcoming phone, you should definitely release skin for it. Also, und dann hat Samsung das geschrieben. An interesting proposal, Julian. Also, Jungs, ich kann ja noch nicht mal richtig gut Deutsch, weil ich Albaner bin. Warte mal, was heißt das überhaupt? Wartet mal kurz, ich muss kurz googeln. An interesting proposal, Julian. Ein interessanter Vorschlag. Also heißt das... Das heißt, die überlegen sich das. Warte mal, da ist einer. Warte mal kurz, ganz kurz, da ist einer. Komm da mal bitte raus. Hallo. Hallo. Ein Albaner im Roboter. Aufstehen, aufmachen. Los geht's. Oha. Oh, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ach man, Alter, so ein 31er. Naja, nichtsdestotrotz. Nicht gleich direkt, nein, sondern gibt kleine Hinweise, die man eventuell so deuten kann, dass es den Galaxy Skin wieder geben wird. Da momentan die Fortnite-Geschichte ja so ist, dass wir... Du, warte mal. Oha. Oha, warte mal. Bruder, na, hau doch nicht ab. Oh, dich verfolge ich jetzt. Ohne Witz. Oha, Mann, bleib doch stehen. Na egal, dass wir ja durch die Zeit springen und auch einige alte Emotes neu dazugekommen sind, sowie die weibliche Version vom Drift-Skin, behaupten sehr viele aus der Fortnite-Community, dass es auch eine weibliche Version vom Galaxy-Skin zum neuen Handy geben wird. Oh, wo ist der? Jetzt kriege ich dich. Bleib doch mal stehen, bitte. Warum hast du einen Grappler? Bro, bitte. Nimm das. Wo ist denn der jetzt? Ist der jetzt überhaupt da? Hä? Oh nein, der ist da oben. Oh nein, 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 mach doch keinen 31er, Bro. Chill mal kurz. Okay, mach jetzt. Guck noch ein einziges Mal raus. Headshot. Mit Ansage. Hier kommt noch einer. Wartet kurz. Ich erzähle euch sofort weiter. Wartet mal, wo ist denn der jetzt? Und noch ein Grappler. Ach du Scheiße, Alter. Mann, nein, bitte, bitte, mach kein. Ich habe kein Leben. Bitte, bitte, bitte. Oh. Mach doch, Bobby, halt dich fest, Bro. Oh. Oh, der hat gesessen. Ach, nice. Nein, oh nein, Robot. Ach Gott, ey, bitte. Wer hat die Roboter? Wer von euch findet die Roboter geil? Seid mal ehrlich. Findet ihr die Roboter geil im Spiel? Oder sagt ihr, okay, die können ruhig da sein, aber es sollte in einem anderen Modus sein? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, Alter. Bitte. Findet ihr wirklich den... Oh, warte mal. Macht doch keinen 31er. Findet ihr die Roboter geil? Ja oder nein?
Zurück zum Thema. Es haben ja damals sehr, sehr viele Leute, beziehungsweise es sind sehr viele Leute zum Mediamarkt oder Saturn oder Medimax oder irgendeinem Elektrofachhandel gegangen, haben sich dann das Handy geholt, beziehungsweise nur einmal kurz getestet. Es gibt ja diese Vorschau-Handys, haben Fortnite drauf installiert und hatten dann den Skin. Damit das nicht mehr passiert, hat Fortnite jetzt gesagt, ey, ihr müsst eine Kreditkarte einfügen. Wer schießt denn hier auf mich? Warte mal, wer schießt denn hier auf mich? Hä? Na egal, hol dir. Fortnite hat auf jeden Fall gesagt, ey, wie ab jetzt, oh, mach doch kein 31er, Bro, lass mich doch mal kurz erklären. Bitte. Ja, mach das da, ja, super. Hol den mal auf korrekt, hol den mal, ja, hol den mal bitte. Super. Okay, hat Fortnite gesagt, ey, ihr müsst auf jeden Fall eine Kreditkarte jetzt hinzufügen, damit das nicht so krass abused wird. Und jetzt habe ich aber eine gute Nachricht für euch. Ihr könnt von mir einen Skin gewinnen. Das geht ganz, ganz einfach. Ich werde mir auf jeden Fall diesen Sony, diesen Samsung Galaxy Note 10 Plus, was ich holen, als Privatperson, da mein Handy sowieso ein bisschen broke ist. Und dann verlose ich es an einem von euch, beziehungsweise nicht das Handy, sondern nur den Skin. Warte mal kurz. Wer ist denn das hier? Mach mal auf jetzt, Polizei. Aufmachen. Polizei. So, das ist meine Wand. Sag ich doch. Wo ist denn der jetzt? Da, ach man. Man, mach doch jetzt nicht den. Wo ist denn der? Ach man, okay. Ja, du bist der Beste. Du bist der Beste. Wie gesagt, Leute, ich verlose nicht das Handy, sondern nur den Skin. Merkt euch das bitte. Deswegen sei ein aktiver Abonnent, damit du Bescheid kriegst, ob es denn wirklich so ist. Damit du nichts verpasst, aktiviere die Glocke auf ihre. Würde mich wirklich freuen. Und in eigener Sache, mein Bro Wannabe und ich haben ein eigenes Discord. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. In der nächsten Zeit suchen wir aktive Zuschauer, die Bock haben, in einigen Videos von uns mitzumachen. Das heißt, wenn du aktiv bist und Bock hast, in der heftigsten Gang auf ganz YouTube zu sein, dann trete gerne unserem Discord-Server bei. Dort haben wir aktive Mods und suchen sogar derzeit noch aktive Moderatoren, die auf den Discord-Server aufpassen. Das heißt, wenn du Bock hast, check ihn einfach mal ab. Wir freuen uns auf dich. Link in der Videobeschreibung. Ganz weit oben irgendwo, dritte, vierte Zeile. Einfach mal abchecken. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns. Jetzt aber noch eine ganz, ganz ehrliche Frage an euch. Wie findet ihr eigentlich Season 10 bzw. Season X in Fortnite? Ist es langweilig geworden? Wartet mal, da ist einer gelandet. Oh, macht doch kein Auge. Uff, Alter. Naja, egal. Wie findet ihr Season 10, Season X? Ich finde es halt wirklich ein bisschen ausgelutscht. Da, oh, warte mal, das ist ein No-Skin. Nein, hör auf zu schießen. Ich habe keine mehr. Hör auf. Ich lasse dich in Ruhe. Oh, wir beide treffen nicht. Wir beide treffen nicht. Nein, ich wollte dich doch in Ruhe lassen. Och man. Egal, also wie gesagt, ich finde es halt wirklich irgendwie ausgelutscht. Fortnite ist halt echt ein bisschen langweilig geworden. Die versuchen jetzt auf Krampf alte Sachen einzuführen, alte Städte wieder reinzubringen oder neue. Aber es ist einfach nicht das, wie es vorher mal war. Was meint ihr dazu? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Und was ich auch noch wissen will ist, was würdet ihr anders machen wollen in Fortnite? Also was gefällt euch gar nicht? Wie würdet ihr Fortnite machen? Würdet ihr eine neue Map wollen? Würdet ihr dies, das, Ananas? Schreibt mir das mal einfach gerne rein, ja? Warte mal, da ist einer. Krieg ich den? Oh, Hits. Oh, Hits. Da ist auch einer. Och. Junge, Gruppenkeile ist so geil, wenn man sich... Oh, wenn man sich aufwärmen will. Leute, ihr müsst Gruppenkeile spielen. Ihr müsst... Warte mal, wer ist denn da jetzt? So. Du kriegst jetzt Headshots von mir. Ist mir egal. Oh, tschüss. Oh, mach doch kein Auge. Uff, das war knapp. Das war knapp. Egal, ist ja nur Gruppenkeile. Und zum Galaxy Skin noch ein abschließendes Wort. Es ist halt, wie gesagt, noch nicht 100% bestätigt, aber die Zeichen stehen gut. Oh, da ist auch einer. Was machst du da, Bro? Die Zeichen stehen auf jeden Fall gut. Ich würde mich total freuen, wenn der Galaxy Skin kommen würde. In weiblich. Weiß ich nicht, ob ich den spielen wollen würde. Aber auf jeden Fall, warte mal. Egal, hier ist keiner. Ist hier überhaupt noch einer? In weiblich würde ich den vielleicht nicht spielen, aber ich würde ihn mir auf jeden Fall holen. Für euch! Das heißt, einfach aktiv dabei sein, Jungs. Ich würde sagen, ich bin gleich über 10 Minuten. Geil, Geld ist gemacht, Alter. Jungs, wir haben es geschafft, wir haben 10 Minuten geschafft. Wir haben 10 Minuten geschafft. Jungs, gönnt mal Werbung. Schreibt mal rein, ich gönne dir mehr Werbung und so. Okay, auf Ehre, damit andere denken, oha, die heftigste Community hat Braxis. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bleibt gesund, haut rein. Brax. Leute, nochmal ganz kurz von mir. Vielen, vielen Dank für euren krassen Support. Danke an meine ganzen Albus. Ihr seid der Wahnsinn. Danke an jeden Einzelnen, der hier mit dabei ist, der hier liked, kommentiert, das Video teilt. Ihr seid wirklich die heftigste Community auf ganz YouTube hier. Ich würde sagen, passt auf euch auf. Bald fängt Schule an. Macht die Hausaufgaben. Macht keinen Quatsch. Bleibt gesund. Haut rein. Bricks.